Die Aufarbeitung des DDR-Sports ist ein ziemlich schwieriges Unterfangen. Vor gut 50 Jahren, da sorgen die Erfolge der Diplomatinnen und Diplomaten im Trainingsanzug weltweit für Aufsehen. Das kleine Land steigt auf zur olympischen Großmacht. Ja, und die DDR, die gilt fortan als eine Art Sportwunderland. Die Frage nach dem Geheimnis der DDR-Athleten, die bis 1990 einen Stammplatz auf dem Siegerpodest bei Olympia-, Welt- und Europameisterschaften haben, wird nach der Wiedervereinigung schnell beantwortet. Die waren alle gedopt. Längst ist klar, gedopt wurde in Ost und in West und auf der ganzen Welt. Doch diese Erkenntnis hat die Sicht auf den DDR-Sport nicht wesentlich verändert. Das folgende Kapitel zeigt beispielhaft, wie schwierig der Umgang mit diesem Erbe ist. Und das bis heute. Sie war eine der erfolgreichsten Leichtathletinnen der DDR. Heute ist sie eine kritische Aufklärerin und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes. Die Bilanz aus dem DDR-Sport, ein Olympiasieg, es gab ja nun sehr viele im DDR-Sport, 150 verbrannte Kinder, ja, Seelen- und körperverbrannte Kinder. Ines Geipel war Weltklasse-Sprinterin der früheren DDR. Sie wurde das Opfer von Zwangsdoping. Also es war im Interesse der Wahrheitsfindung, da mal Klartext zu reden, dass vieles entstellt und verzerrt dargestellt worden ist. Endlich hat jemand mal gesagt, Mädel, bis hierher nicht weiter, stopp. Der Fall Geipel-Mieserski beschäftigt die Gerichte mehr als 3 Jahre lang. Es geht um die Frage, was ist Wahrheit und was ist Fiktion. Hinter dem Prozess steht eine bizarre Geschichte. Nach 15 Jahren gemeinsamer Tätigkeit stehen sich plötzlich Klägerin und Beklagter gegenüber. Der Streitwert 250.000 Euro. Auf der einen Seite ist da Ines Geipel. Seit über 20 Jahren erfolgreiche Schriftstellerin, dazu Professorin an der Hochschule für Schauspielkunst in Berlin, Trägerin des Bundesverdienstkreuzes. Lange Zeit gibt die ehemalige Leichtathletin den DDR-Doping-Opfern in der bundesdeutschen Öffentlichkeit eine Stimme. Guten Abend, meine Damen und Herren. Und ich begrüße jetzt Ines Geipel. Und dazu sind bei uns die Publizistin und Schriftstellerin Ines Geipel. Die ehemalige Weltklasse-Leichtathletin der DDR. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Ines Geipel, herzlich willkommen. Die ehemalige DDR-Weltklasse-Leichtathletin, die eine wirklich irre Lebensgeschichte zu erzählen hat. Diese dramatische Verdichtung einer Biografie. Auf der anderen Seite ist er, Henna Mieserski. Er gilt als eine Art Vorreiter in der Aufarbeitung des DDR-Dopings. 1985, er ist gerade Skilanglauftrainer, weigert er sich, seinen Schützlingen, darunter seiner Tochter, männliche Hormone als Dopingmittel zu verabreichen. Er wird fristlos entlassen. 2012 erfolgt seine Aufnahme in die Hall of Fame des deutschen Sports. Bei den Olympischen Winterspielen 1992 in Albertville sorgt Henna Mieserski nach dem Olympiasieg seiner Tochter Antje im Biathlon bundesweit für großes Aufsehen. Er wirft vor laufender Kamera im ARD-Studio dem Deutschen Skiverband vor, nach der Wiedervereinigung belastete DDR-Funktionäre übernommen zu haben. Herr Mieserski, würden Sie bereit sein zu sagen und auch zu beweisen, dass Ihre Tochter Doping nehmen sollte? Meine Tochter ist in Verbandslehrgängen dazu animiert worden. Hat die Doping genommen? Nein. Der größte Tag für mich persönlich war eigentlich der Fall der Mauer, weil wir in der DDR, die ganze Familie, doch ziemlich stark diskriminiert worden sind. Aufgrund seiner klaren und unnachgiebigen Haltung bekommt er im Laufe der Zeit diesen Beinamen, das Gewissen des DDR-Sports. Mitten in Thüringen, in Stützerbach, lebt der 82-Jährige mit seiner Frau Ilse, auch eine ehemalige Leichtathletin. Henna Mieserski steht im Sport wie im Leben für Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Im Sommer 2018 liest er ein Interview mit Ines Geipel. Es geht um die Aufarbeitung des DDR-Sports und Geipels Rolle dabei.
Für Meserski sind zahlreiche Aussagen zum Werdegang und die Bewertung ihrer sportlichen Leistungen widersprüchlich oder einfach falsch. Im Prinzip ist ja der Artikel aus der Sächsischen Zeitung Stein des Anstoßes gewesen. Das war der Auslöser für mich sehr schwierige Jahre, weil ich aufgrund von kritischen Äußerungen von der Ines Geipel mit dem Prozess überzogen worden bin, weil einige Angaben in dem Interview aus meiner Sicht nicht wahrheitsgemäß gewesen sind. Das heißt, Sie haben dann, nachdem das erschienen ist, Kontakt aufgenommen mit Ines Geipel? Ja, ich habe der Ines Geipel eine Mail geschickt, dass aus meiner Sicht die Fakten nicht stimmen, mit einem Verteiler an den DOSB und habe damit natürlich die Person Ines Geipel in gewisser Weise in Frage gestellt. Und ohne Vorwarnung kriegte ich dann eine Unterlassungsklage. Meserski wird unter Androhung einer Klage jede Wiederholung seiner Äußerungen über Ines Geipel untersagt. Doch er will sich nicht einschüchtern lassen. Vor allen Dingen haben wir ja auch Anrufe bekommen, wir sollten das unterschreiben, wir würden alles verlieren, wir wären chancenlos. Und mit mir war das aber einfach nicht zu machen. Ich bin also das Risiko eingegangen. Und das Risiko ist groß. 250.000 Euro Strafe oder ersatzweise sogar Haft. Sollte Meserski seine, die Biografie von Ines Geipel zu DDR-Zeiten betreffenden Äußerungen noch einmal wörtlich oder auch nur sinngemäß wiederholen? Ich wollte nicht einknicken. Ich hätte mich früh im Spiegel nicht mehr angucken können, wenn ich da zu Kreuze gekrochen wäre. Und vor allen Dingen hätte das ja bedeutet, dass mir jegliches Recht auf freie Meinungsäußerung zur Personalie Ines Geipel abgeschnitten worden wäre. Aber auch für Ines Geipel geht es um sehr viel. Ihre Reputation steht auf dem Spiel. Eine über fast 20 Jahre aufgebaute Rolle in der Öffentlichkeit als unermüdliche Stimme der DDR-Dopingopfer. Zudem ist die ehemalige Leistungssportlerin gefragt als Zeitzeugin und Expertin für das DDR-Sportsystem. Diese Geschichten sind ja alle unglaublich und trotzdem gibt es immer noch eins drauf. Die Schadensbilanz, ja, des DDR-Sports ist immens. Hard Stuff, das ist ein Stück Verbrechen. Rückblende. Ines Geipel geht von 1977 bis 1985 für den SC Motor in Jena an den Start. Zunächst im Weitsprung, später im Sprint. Die Trainingsgruppe um Weltrekordlerin Marlies Göhr sucht qualitativ ihresgleichen. Weltweit. Ines Geipel hier ganz hinten auf Bahn 1 war erst relativ spät zum Leistungssport gekommen und versucht, Anschluss zu finden. Du siehst im Grunde von deinem inneren Weg her immer das Treppchen. Ja, das kann nicht anders sein, sonst würdest du dich nicht so schinden. Und ich glaube auch, ich hatte vielleicht gar nie wirklich ein Talent. Henna Meserski geht wie später auch Ines Geipel für den SC Motor Jena an den Start. Mitte der 60er Jahre gehört er zu den besten Langstreckenläufern. Seine Spezialstrecke 3000 Meter Hindernis und sein größter Erfolg in Karl-Marx-Stadt wird er 1965 DDR-Vizemeister. Bis zur Wende sind sich diese beiden nie begegnet, zumindest nicht wissentlich. Erst 1999 wird Meserski auf die frühere Leichtathletin aufmerksam. Beim Dopingprozess gegen die ehemalige DDR-Sportführung ist Ines Geipel eine von 22 gedopten Sportlerinnen und Sportlern, die der Nebenklage angehören. Bei diesem Prozess geht es um den Staatsplan 1425 und seine Konsequenzen. Demnach erfolgt im DDR-Sport von 1974 bis 1989 der systematische Einsatz sogenannter unterstützender Mittel. In Wirklichkeit Oral-Torinabol. Betroffen davon die Athleten der olympischen Sportarten, darunter die Leichtathletik. Ich glaube, es ist ja auch ein bisschen eine Zeitbombe nach wie vor. Die Athletinnen, die in diesem System gesteckt haben, sind sehr jung. Wir wissen gar nicht, was mit uns wird, wenn wir 60, 50, 60 sind. Es ist Geipels erster öffentlicher Auftritt nach der Wende. Gut ein Jahr später lernt sie bei einer Veranstaltung in Leipzig Henna Meserski kennen. An diesem Tag wird der neue Dopingopfer-Hilfeverein vorgestellt. Meserski gehörte im März 1999 zu dessen Gründungsmitgliedern. Wenig später sucht Geipel den Kontakt zu ihm.
Seine Tätigkeit im DOH scheint für sie von besonderem Interesse. Kurz danach hat er über 4 Stunden mit uns auf der Couch gesessen. Wie ich heute klar sagen muss, vor allen Dingen um meine Frau, die auch eine Meisterin des Sports ist, um unseren Kenntnisstand, auch vor allen Dingen Personalkenntnisse und Zusammenhänge abzufragen. Monate später, im Frühjahr 2001, erscheint Geipels Buch über den Berliner Dopingprozess und die Hintergründe. Es ist ein Porträtband über 6 ehemalige Sportlerinnen wie Ines Geipel mit einer Dopingvergangenheit. Zudem fordert die Autorin in einem offenen Brief eine staatliche Versorgung bzw. Entschädigung der Opfer. Verlorene Spiele. Dieses Buch von Ines Geipel und ihre Petition an den Bundestag verschaffen dem Thema Aufarbeitung des DDR-Sports endlich die Öffentlichkeit, die dem Dopingopferhilfeverein so lange gefehlt hat. In der Folge bewilligt die Bundesregierung 2002 erstmals Entschädigungszahlungen an DDR-Dopingopfer. 2 Millionen Euro werden bereitgestellt. Die Schriftstellerin ist zugleich Professorin für Verskunst an der Schauspielschule Ernst Busch. 1996 war ihr erstes Buch erschienen. Mit dem publizistischen Einstieg in die Aufarbeitung des DDR-Sportsystems beginnt 2001 ihr steiler Aufstieg. Thematisch widmet sich Ines Geipel nun mehr und mehr der eigenen Vergangenheit. Die gebürtige Dresdnerin hatte die DDR Ende August 1989 über Ungarn verlassen und geht nach Darmstadt. Für mich war es so, dass nach meiner Flucht eine Welt weggebrochen war, einfach ein Leben entzogen war durch meine Entscheidung. Der Beginn meines Schreibens hängt einfach damit zusammen, dass ich mich vergewissern wollte, wo komme ich her, wer bin ich. Die ehemalige Leichtathletin übernimmt schon 2003 ihre nächste Aufgabe. Sie wird Mitglied im Dopingopferhilfeverein und zeigt enormes Engagement. Ein Buch, ein offener Brief an den Bundestag, ein Entschädigungsfonds und der Wunsch, die Dinge damit auf sich beruhen zu lassen. 9.635 oder ich weiß nicht, 9.346 Euro für ein kaputtes Leben sollten reichen. Das betraf zu dem Zeitpunkt knapp 200 ehemalige Athleten. So wird Ines Geipel zur Mitstreiterin von Henna Miserski über gut 15 Jahre und mehr zu einem Gesicht des Dopingopferhilfevereins. Und der DOH nimmt eine erstaunliche Entwicklung. Bis hierhin eine Erfolgsgeschichte. Die Bundesregierung verabschiedet das 2. Dopingopferhilfegesetz und stellt nochmal 13,5 Millionen Euro zur Verfügung. So erhalten rund 1.500 Geschädigte eine Einmalzahlung von 10.500 Euro. Dann, im Sommer 2018, kommt es plötzlich zu dem Streit, der im Prozess gipfelt. In Leipzig treffen wir Henna Miserski. Wir wollen von ihm wissen, wie aus langjährigen Mitstreitern juristische Gegner werden konnten. Die gleiche Anfrage war auch an Ines Geipel ergangen, mit der Bitte, uns für ein Interview zur Verfügung zu stehen. Wir sind gespannt, ob und wie sie reagieren wird. An der Seite von Henna Miserski ein Mann, der auch viele Jahre im Dopingopferhilfeverein tätig war. Es ist der ehemalige Radsportler Uwe Trömer. Auch er gehört zu den Geschädigten des DDR-Sportsystems. Sein Leben wäre um ein Haar bereits in seiner Zeit als Leistungssportler zu Ende gewesen. Mit 16 bekommt er die ersten blauen Pillen. Vitamine, heißt es. 2 Jahre später wird er mit dem DDR-Bahnvierer bei den Junioren Vize-Weltmeister. Mit 23 stellt man ihn vor eine schicksalhafte Entscheidung. Ich konnte es nicht fassen, dass wir da Spritzen kriegen sollten und damit erpresst wurden, dass wir gehen müssen, wenn wir es nicht machen. Wir wollten Rad fahren, wir wollten uns Rennen fahren, wir wollten fighten und auf gar keinen Fall nach Hause gehen, weil das wäre das Ende gewesen. Also haben wir es gemacht und mich hat es dann eben, von allen bin ich der Einzige gewesen, den es erwischt hat. 3 Wochen später fällt er beim Training vom Rad. Einfach so. Ich wurde sofort ausgesondert. Unser Sektionsarzt hat gesagt, Junge, du musst sofort ins Krankenhaus, deine Nieren arbeiten nicht mehr. Und ich stand da nackt wirklich voll bis oben hin mit Wasser, also man konnte überall reinstecken, es war überall richtig voll und wirklich ungelogen, ich hatte so einen Kopf, der ist mir fast geplatzt.
also höchstens noch 12 Stunden. Dann wäre es vorbei gewesen. Uwe Trömer ist 2013 maßgeblich daran beteiligt, dass Ines Geipel im Dopingopferhilfeverein den Vorsitz übernehmen soll. Und es ging ja eigentlich auch darum, im Prinzip eine gemeinsame Mission zu haben für den Verein. Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Und es war dann so, dass ich mit Ines Geipel Kontakt aufgenommen habe, habe sie angerufen, habe ihr das angetragen, den Vorsitz, und da hat sie sich Bedenkzeit gegeben und hat dann aber auch einen Tag später oder 2 Tage später zugesagt, aber mit der Ansage gar nicht irgendwelche organisatorischen, oder, ne, sondern nur repräsentativ. Im März 2013 wird Ines Geipel zur neuen DOH-Vorsitzenden gewählt und will für eine völlig neue Außendarstellung des Hilfevereins sorgen. Die DDR-Dopingopfer müssten in der Öffentlichkeit einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Wir sind sehr froh, dass wir erstmals bei so einer Veranstaltung tatsächlich mehr als nur 5 Betroffene im Raum haben und hoffen, dass das in der nächsten Zeit auch noch mal ganz anders wird. Ines Geipel legte schlagartig einen Ehrgeiz an den Tag, der mich hat wundern lassen. Also sie hat auch unglaublichen Druck dann plötzlich ausgeübt. Vor allen Dingen hat mich am Anfang beeindruckt, dass sie sehr offensiv war, dass er aggressiv war und dass er eben auch rhetorisch stark war. Sie hat also sehr schnell Kontakte zu prominenten Leuten geknüpft und ist dann in der Lage gewesen, sich ein gewisses Netzwerk aufzubauen. Nur wenige Tage nach unserer Anfrage bekommen wir eine Antwort von Ines Geipel. Und überraschenderweise stellt sie zuerst fest, Herr Miserski und ich waren keine langjährigen Mitstreiter, wie Sie schreiben. Und sie schreibt weiter, er hatte für die reale Situation der Dopingopfer 0 Interesse. Im Gegensatz zu Ihnen war er nie in der Beratungsstelle und wusste bis zum Beginn der Politkampagne gegen den DOH 2018 auch nichts über den Stand der konkreten Arbeit. Wie kann man da Mitstreiter gewesen sein? Selbstverständlich sind wir Mitstreiter gewesen. Ich bin ja Gründungsmitglied vom Doping-Opferhilfeverein, habe dann mit ihr in Erfurt 2 Podiumsveranstaltungen gemacht. Eine in Suhl 2017, da ging es um die Hall of Fame. Und da hatte Ines Geipel uns noch eine Dankesrede geschickt. War gut, dass der Henner hier da war. Du bist hier Vorbild und du wirst immer derjenige bleiben. Herzfest, Ines Geipel unterschrieben. Die ersten Risse zwischen Ines Geipel und ihren beiden Mitstreitern stammen aus der Zeit ihrer Amtsübernahme beim DOH. Wann ist Ihnen denn zum ersten Mal aufgefallen, dass Ihnen irgendwas komisch vorkommt? Komisch ist mir vorgekommen, dass sie angefangen hat, nach 1-2 Monaten, dass sie mit den Zahlen, die im Raum standen, angefangen hat zu manipulieren. Also, oder zu jonglieren. Zu dem Zeitpunkt waren es vielleicht ungefähr 500. Mit denen ich Kontakt hatte. Also ich habe mit den meisten halt auch telefoniert, gesprochen. Ungefähr 500 Opfer? Ungefähr 500, ich rede immer von Geschädigten. Okay, Geschädigte. Weil Opfer ist immer so ein, Opfer ist nicht, ja, und Geschädigte. Und dann hat Geipel ja so mehr oder weniger sinngemäß gesagt, ja, damit kriegen wir ja kein Geld rein. Das müssen viel mehr sein, wir brauchen ja mehr Zahlen, da müssen auch viel mehr gewesen sein. Vielleicht nennen Sie uns ein paar Zahlen. Wie viele Betroffene gibt es? Wie groß ist möglicherweise noch die Dunkelziffer? Konkret 15.000 ehemalige DDR-Athleten sind in diesem Zwangsdoping-System gewesen ab 1974. Wir betreuen gegenwärtig 1.500 ehemalige DDR-Athleten. Und wir rechnen aber schon in den nächsten 2-3 Jahren mit einer Zahl von in etwa 5.000 ehemaligen Athleten, die sich bei uns melden werden. Und dann kamen dann so Zahlen plötzlich in den Raum. 1.000, 5.000 und Tote und dann 15.000. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, das geht nicht, das mache ich nicht. Das war auch gar nicht abgesprochen, das hat die einfach so gemacht. Die hat entschieden, ich nehme jetzt höhere Zahlen, fertig. Ich meine, ich bin ja keine Drückerkolonne. Es nahm einen Lauf, dem ich einfach nicht mehr folgen wollte. Gab es dann ein richtiges Zerwürfnis? Es gab richtiges Zerwürfnis. Stand heute haben sich beim Dopingopferhilfeverein 2062 Dopinggeschädigte gemeldet. 413 Anträge wurden abgelehnt, 6
blieben offen. Im ersten Gesetz wurden 194 Anträge bewilligt, im zweiten nochmal 1449. Also haben nach einer Prüfung insgesamt 1643 ehemalige Leistungssportlerinnen und Leistungssportler die Entschädigung als anerkannte Dopingopfer bekommen. Und an dieser Zahl wird sich auch so schnell nichts mehr ändern, denn die Antragsfrist, die ist inzwischen ausgelaufen. Das ist eine große Zahl, das ist eine hohe Zahl. Und ich finde halt, dass man, dass der DDR-Sport an dieser Stelle einfach schlimm genug war. Das war schlimm genug, das ist ein Verbrechen. Diese Dinge, die da passiert sind, die muss man nicht noch toppen wollen. Also mit noch höheren Zahlen, mit noch mehr, mit noch schlimmeren Dingen, die gar nicht passiert sind. Sie war eine der schnellsten Frauen der Welt. Ines Geipel hatte zu DDR-Zeiten beim SC Motor Jena trainiert und von einer großen Karriere als Spitzensportlerin geträumt. 30, 40 Jahre nach Entstehung dieser Aufnahmen scheint es, als wäre dieser Traum tatsächlich in Erfüllung gegangen. Was für eine Frau, und das gilt auch für unseren heutigen Gast. Sie war DDR-Spitzensportlerin, wurde Weltmeisterin, allerdings zwangsgedopt. Mitte der 80er Jahre gehörte sie zu den schnellsten Frauen der Welt, war Mitglied des DDR-Olympiateams. Doch wie kommt es, dass diese Frau, die damals als Ines Schmidt an den Start ging, heute so aus dem Schatten der besten DDR-Sprinterinnen um die Olympiasiegerin und Weltrekordlerin Malis Göhr getreten ist? Sie macht jetzt auch nicht den Eindruck, eine Schwindlerin zu sein irgendwie. Und wenn mir da eine ehemalige Leichtathletin erzählt, dass sie also eine Weltrekordlerin ist, dann glaube ich das erstmal. Weil warum sollten sich Sportler untereinander da also irgendwie die Taschen vollhauen? Wöckel auf Bahn 4, Göhr auf Bahn 8. Ein totes Rennen. Dritte, Marita Koch. Die weitere Reihenfolge, Simon, Schölzel, Rieger, Schmidt, Walter. Als ich immer wieder diese Überhöhung, diese Hochstapeleien gelesen habe, von Weltklasse, der Weltrekord besteht heute noch und so weiter. Und anhand meines Archivs, meiner Unterlagen, habe ich mich dann viel zu spät dran gemacht und habe da erst mal durchgeguckt, was die eigentlich abgeliefert hat. Und da ist dann meine Anerkennung, da hat es dann schwer gebröckelt. Jena 1977. Nach einem sechsten Platz bei der DDR-Spartakiade kommt Ines Geipel als 17-jährige Weitspringerin zum Sportclub Motor. Doch ihre Leistungen entwickeln sich nicht wie erhofft. 6,12 Meter, damit fehlt bis zum Weltrekord fast ein Meter. Im Sommer 1980 landet sie beim Sprint. Trainiert nun in einer Gruppe mit den DDR-Superstars wie Bärbel Wöckel, Ingrid Auerswald und Marlies Göhr. Ines Schmidt ist erst seit kurzem bei uns. Sie kam vom Weitsprung. Ich habe alles dokumentiert von 1980 an. Welchen Rang in der DDR-Bestenliste? 1980 war die an 28. Position in der DDR-Bestenliste. DDR-Meisterschaften 1983 in Karl-Marx-Stadt. Ines Schmidt startet auf Bahn 8. Mit dem Ausgang des Rennens hat sie nichts zu tun. Marlies Göhr siegt vor Marita Koch. Und Ines Schmidt erreicht Platz 7. International ist sie nie in Erscheinung getreten, war nie bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen qualifiziert. Als Einzelsportlerin hat Ines Geipel bei DDR-Meisterschaften über 100, 200 Meter, also im Sprint, im Freien, nie eine Einzelmedaille gewonnen. Hallo. Sie waren Weltklasse-Sprinterin über 100 Meter. Als Sportler hat man Anerkennung, man hat Beliebtheit, man wird bewundert. Gerade in den End-70er oder Anfang 80er Jahren war die Leichtathletik ja immer noch eine große Nummer. Die Stadien waren noch voll und du bist 17, 18, 19 Jahre und du läufst vor 100.000 Leuten. Das hat dich immer fast verschreckt. Also du wolltest, also Gottes Willen, diese vielen Menschen. Göhr, Auerswald, Gladisch, Koch, Müller, Schölzel, Walter, Schmidt, Beuster. Endlich hat sie geklappt. Aber Ines Geipel war erst mit 20 Jahren vom Weitsprung zum Sprint gewechselt.
1983 läuft sie ihre beste Zeit. Doch trotz ihres enormen Ehrgeizes schafft sie es nicht, den Abstand zu den damals weltbesten Sprinterinnen in ihrer Jenaer Trainingsgruppe zu verkürzen. Eine Weltklasse-Sprinterin war sie nicht. Sie steht in der ewigen Weltbestenliste auf Platz 419, wenn mich nicht alles täuscht. Da braucht es eine Menge Fantasie, um da draußen eine Weltklasse-Sprinterin zu machen. Olympischer Tag, 8. Juni 1983. An diesem Tag läuft Marlies Göhr einen neuen Weltrekord. 10,81. In ihrem Sog kommt Ines Geipel nach 11,21 Sekunden als Siebente ins Ziel. 4 Zehntel langsamer zwar, aber immerhin persönliche Bestleistung. Mit diesen 11,21 Sekunden von 1983 wird Ines Geipel immer noch in der Weltbestenliste geführt. Stand heute liegt sie damit auf Rang 505 und vor ihr liegen allein 38 andere deutsche Läuferinnen. Frühjahr 2018. Längst gilt die Vorsitzende des Doping-Opfer-Hilfevereins auch als Vorkämpferin im Anti-Doping-Kampf. Zudem wird Ines Geipel bei der Aufarbeitung des DDR-Sports zu der deutschlandweit bekannten Expertin. Zumal das Thema ganz eng mit ihrer eigenen Geschichte verbunden ist. Ines Geipel, sie hat gerade das Buch No Limit geschrieben und sie war in der ehemaligen DDR Spitzensportlerin, die ohne ihr Wissen gedopt wurde. Sie schafft es in die Spitze der DDR-Sprinterinnen. Auch sie bekommt Präparate, darunter anabolische Steroide. Aufgeklärt darüber wird sie nicht. Das ist jetzt nicht schön, wenn man das sagt, aber ich bin sehr naiv in diesem Sport. Ich hatte mir diese ganze Chemiefrage in keiner Weise denken können. Ich habe in den Jahren, in denen ich mich mit dem Thema beschäftige, mit sehr vielen Leichtathleten auch gesprochen, die alle, also fast alle eigentlich gesagt haben, dass sie es wussten. Das war aber eben tatsächlich, es war von Sportart zu Sportart war es verschieden. Ich kenne Schwimmer, die haben es gewusst und andere Schwimmer, die wussten gar nichts. In diesem Buch, veröffentlicht 1992, ist eine Auflistung zu finden. Es ist das Ranking bei den Leichtathletikfrauen der DDR nach dem Doping-Jahreskonsum 1984. Auf Platz 18 eine gewisse Ines Schmidt mit 1291 Milligramm oral Turinabol. Das ist die Ladung, die sie 1984 gekriegt hat. Das sind 258 Tabletten auf 5 Milligramm, verteilt auf 3 Zyklen a 17 Wochen. Bis weit in die 90er Jahre weiß kaum jemand, wer diese Ines Schmidt ist. Zumal diese Sportlerin in der Auflistung als einzige Athletin keinen Titel oder keine Medaille bei einer internationalen Meisterschaft vorweisen kann. Dabei liegt die Lösung auf der Hand. Ines Schmidt ist Ines Geipel. Sie war Anfang der 80er Jahre verheiratet mit ihrem Clubkameraden, dem Kugelstoßer Matthias Schmidt. Ich habe dann mitbekommen, anhand auch von Bestenlisten, dass ihr Mann, der Matthias Schmidt, ja hochgedoppt gewesen sein muss. Der hat 1981 20, 92 gestoßen. Hat dieses Jahr kein deutscher Kugelstoßer gestoßen. Also ist er auch auf Stoff gewesen. Und dann habe ich mich gefragt, wie ist das in ehelicher Gemeinschaft abgelaufen, wenn die Geipel behauptet, sie hätte davon erst von dieser ganzen Chemie erst viel später aus ihren Unterlagen erfahren. Was Henna Miserski meint, Ines Geipel hatte 2018 in einem Interview mit dem Mitteldeutschen Rundfunk Folgendes geäußert. Ich weiß es jetzt aus den Akten und ich bin im Grunde sofort, als ich kam, ich war ja schon 17, mit dieser Legende, du bist spät dran, du hast nicht viel Zeit, hat man im Grunde sofort mit der Chemie begonnen. Das heißt, Sie wussten damals gar nicht, dass Sie gedopt sind? Nee, zu dem Zeitpunkt nicht, nee. Und das nach einem Jahreskonsum von 258 Dopingtabletten allein 1984. Nee, das halte ich für absolut ausgeschlossen,
Weil jeder Leistungssportler, der im Trainingsprozess ist, der ein tägliches Trainingstagebuch führt, dass der eine ausgezeichnete Körperwahrnehmung hat. Sonst wäre er zur Spitzenleistung gar nicht in der Lage. Und ich merke das schon, wenn ich erheblichen Muskelzuwachs habe, wenn die Schambehaarung zunimmt, wenn ich Veränderungen im Stimmbandbereich habe, wenn ich Steroidakne bekomme, wenn ich Menstruationsstörungen habe. Miserskis Zweifel werden gestützt durch dieses staatsanwaltliche Vernehmungsprotokoll. Von Ines Geipel selbst gelesen, genehmigt und unterschrieben. Als Zeugin war sie am 21. Mai 1997 zur Befragung geladen worden und gibt zu Protokoll: Mir war wie wahrscheinlich jedem anderen Sportler auch von Anfang an klar, dass die Tabletten ein Dopingmittel darstellen. Zu dieser Zeit studierte ich in Jena Germanistik. Ich bin dann einmal nach Leipzig gefahren, um in der deutschen Bibliothek nachzusehen, welche Wirkung das Testosteron überhaupt hat. Ich konnte aber keine Literatur darüber finden. Ich kenne ja Vernehmungsprotokolle von Ihrem ehemaligen Trainer, der dort ganz eindeutig der Staatsanwaltschaft gegenüber gesagt hat in Thüringen, dass er die Geipel damit gefüttert hat und dass sie sich selbst noch versorgt hat damit. Im Prozess Geipel gegen Miserski wird im März 2020 nach mehr als anderthalb Jahren am Landgericht Berlin das Urteil in erster Instanz gesprochen. Und von den zur Unterlassung beklagten 7 Äußerungen werden Henna Miserski 5, Ines Geipel 2 zugebilligt. Der mich vertretene Anwalt hat gesagt, das ist ein gutes Ergebnis für uns. Im Prinzip haben wir gewonnen, nehmen Sie das an. Und da habe ich gesagt, ich kann das nicht annehmen, weil mit diesen beiden letzten Punkten Ihr politischer Status als DDR-Verfolgte zementiert wird. Und das ist für mich nicht hinnehmbar. Also kämpft Henna Miserski weiter und geht in Berufung. Ines Geipel, Olympionikin und Buchautorin, hat mit dem alles kontrollierenden Staat DDR als Spitzensportlerin ihre eigenen Erfahrungen gemacht. Sie waren Mitglied des Olympiakaders, sollten mitfahren zu den Olympischen Spielen 84. Los Angeles wartete sozusagen. Das wäre mein Sporthöhepunkt geworden. Kurzum, ich hatte mein Problem, meinen Konflikt mit der Stadtsicherheit. Es gab eine operative Personenkontrolle, einen Zersetzungsplan. Und der hatte mehrere Stufen. Und ja, am Ende war ich draußen. Die Olympionikin Ines Geipel hat es nie gegeben. Zwar gehört sie 2 Jahre vor den Spielen in Los Angeles zu einem erweiterten Kaderkreis, den die DDR-Sportoberen gewohnt langfristig benennen. Doch eine tatsächliche Nominierung für Olympia 84 ist für die Sprinterin damals, Boykott hin oder her, aus Leistungsgründen völlig unrealistisch. Da wäre eine Ines Geipel nie dafür in Frage gekommen. Die Ines Geipel war in dem Jahr 7. in der DDR-Rangliste. Selbst 82, als Ines Geipel in diesen erweiterten Kaderkreis aufgenommen worden ist, hatte sie sich nicht für die Europameisterschaften in Athen qualifiziert. Sie hat sich nicht 83 qualifiziert für die ersten Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Helsinki. Also das ist absurd, von der Olympianominierung zu reden. Ihren spektakulärsten Auftritt hat die Sprinterin im Juni 1984 in Erfurt. Ines Schmidt hat die Dresdnerin schon deutlich überholt. Ein guter Kurvenlauf, feiner Wechsel von Ines Schmidt auf Bärbel Böckel. Ines Geipel war Mitglied der Staffel, die einen bis heute gültigen 4x100 Meter Weltrekord erzielt hat. Leichtathletik-Weltrekordhalterin Ines Geipel, schön, dass Sie da sind. Sie waren, Ines, die schnellste Frau der Welt. Nein, das war ich nicht. In der Staffel, damals schon. Sie sind doch Weltrekord gelaufen. Ja, aber ich meine, in der DDR sind ja alle Weltrekord gelaufen. Seien Sie nicht so bescheiden. Das Quartett mit Ines Schmidt gewinnt bei den DDR-Meisterschaften in Erfurt den Titel in Weltbestzeit für Clubstaffeln, ist damit aber 6 Zehntel langsamer als der damals gültige Weltrekord der DDR-Auswahlstaffel. Übrigens ein Vereinsweltrekord an Hochdoping, weil da über 5000 Milligramm
insgesamt von den vier Sportlerinnen reingeknallt worden ist. Die hätten ja bei unangemeldeten Kontrollen international nie starten können, vor allen Dingen nicht 84 in Los Angeles, weil ja dort schon auf anabole Steroide getestet wurde. Diesen Ruhm will ich nicht. Diese sehr bemerkenswerte Entscheidung hat unser Studiogast vor einigen Jahren getroffen. Das ist jetzt ein Weltrekord, der so nicht mehr Bestand hat, weil Sie darauf Wert gelegt haben, dass Ihr Name aus den Rekordbüchern gestrichen wird. Sie ist ehemalige Weltmeisterin in der 4x100-Meter-Staffel, die ihren Titel damals zurückgab aufgrund der gängigen Dopingpraxis in der DDR. Dieser angeblich vermeintliche Weltrekord. Auf der einen Seite lässt sich Frau Geipel dort rausstreichen. Auf der anderen Seite kokettiert sie zu jeder Gelegenheit damit rum. Es war kein Weltrekord. Die waren alle voll bis oben hin. Das war natürlich eine sehr clevere Öffentlichkeitsarbeit für sich selber. Das Goldene Band der Sportpresse ist an Ines Geipel verliehen worden. Und Frau Geipel, Sie sind sozusagen Aufklärerin des Dopingsystems der DDR. Sie stehen jetzt in einer Reihe mit Sportlern wie Max Schmeling oder Franz Beckenbauer. Man kann immer noch aufklären. Die Betroffenen waren zu DDR-Zeiten nicht informiert, was diese Substanzen sind, was sie mit ihnen machen. Die Liste der Auszeichnungen ist lang für Ines Geipel. Fleißerpreis, Lessingpreis und 2011 das Bundesverdienstkreuz. Geipel wird vor allem für ihre Aufarbeitung des systematischen Dopings in der DDR geehrt. In den 80er Jahren musste Geipel ihre Karriere in der DDR-Leichtathletik-Nationalmannschaft aus politischen Gründen beenden. Sie selber war eine Weltklasse-Sportlerin, die nicht immer so hundertprozentig systemkonform war, die dann irgendwann so sehr aufs Radar geraten ist, dass man dann eine Blinddarmoperation dazu benutzt hat, um ihre komplette Bauchdecke zu durchtrennen und sie zur Invalidin operiert hat. Sprintstrecke der Frauen. Juni 1985, gut zwei Monate nach besagter Operation, am Start Ines Geipel. Marita Koch gewinnt vor Silke Gladisch und Marlies Göhr. Ines Geipel belegt den 8. Platz. Jahre später haben sie das alles erst herausgefunden, weil sie dann kurz davor waren zu sterben. Und dann hat man festgestellt, was da eigentlich damals wirklich gelaufen ist. Dafür haben sie 10.000 Mark oder Euro Entschädigung bekommen. 10.500. Okay, lassen wir einfach mal so stehen. Den kompletten Bauch aufschneiden, ich meine, wer glaubt denn so einen Unsinn? Da könnte man nicht mehr laufen. Ich habe ja erst vor ein paar Tagen wieder gelesen, dass alle inneren Organe wurden verletzt. Das ist ein Unding, das geht nicht. Und da kann man vor allen Dingen nicht 6 Wochen oder 8 Wochen später laufen. Schlecht wie immer, aber gelaufen ist er. In diesem Auszug einer Stasi-Akte wird Geipels Blinddarm-OP erwähnt. Erwähnt werden zudem Komplikationen. Doch nach einer Phase der Rehabilitation kann die Sprinterin auch Anfang August, also 4 Monate später, bei den DDR-Meisterschaften in Leipzig sowohl im Sprint als auch in der Staffel starten. 4x100 Meter der Clubstaffeln. In der Besetzung Geipel, Rieger, Auerswald und Göhr gewinnt die Staffel in 42,96 Sekunden vor den Magdeburgerinnen und dem SC Dynamo Berlin. 30 Jahre später hört sich die Interpretation des medizinischen Eingriffs von Ines Geipel so an. Sie dachten, es wäre eine Blinddarm-OP. Und dann wurde dieser Moment genutzt, um dann wirklich sie, ich sag's jetzt mal, zu zerschneiden innerlich praktisch. Sie haben Folgen bis heute, ne? Ja, also ich wollte fliehen und die Stadtsicherheit hat das mitgekriegt. Und dann hat man so einen Zersetzungsplan aufgestellt. Und da war das im Grunde der Schlusspunkt. Diese in dem Sinne ja eigentlich fiktive Operation, ja, also ausgedachte Operation, die aber so ganz real war und auch so ganz brutal. Ines Geipel war ja dann, bis sie ausgeschieden ist, 85 angeblich aus politischen Gründen aus dem DDR-Leistungssport verbannt, war sie ja dann auch schon Mitte 20 und als 7. der DDR-Bestenliste gegen wesentlich jüngere Leute perspektivlos. In der Staffel der 3 Jenaer Olympiasiegerin ist sie ja dann regelmäßig aussortiert worden und durch die Silke Gladisch aus Rostock ersetzt worden. Nun
1986 bei den DDR-Meisterschaften in Jena wird Ines Geipel als verdienstvolle Leichtathletin aus dem Leistungssport verabschiedet. Danach widmet sie sich voll ihrem Studium, das sie 6 Jahre vorher schon begonnen hat. So studiert Ines Schmidt Germanistik an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Ich wusste das damals, als ich sie kennengelernt habe, auch nicht, dass sie bereits 1980 immatrikuliert worden ist für einen hochbegehrten Studienplatz für Germanistik. Und sie hat dann in der DDR als Sprinterin ein Bummelstudium absolviert von 9 Jahren und hat dann wegen des verspäteten Berufseintritts vom Staatssekretariat für Körper, Kultur und Sport der DDR erhebliche Ausgleichszahlungen zusätzlich zum gängigen staatlichen Stipendium bekommen. 1989 beendet Ines Geipel ihr Germanistikstudium an der Uni in Jena. Ende August verlässt sie die DDR über die ungarische Grenze und geht in den Westen. Aktenkundig wird der Vorgang, weil Geipel da noch immer SED-Mitglied ist und nun aus der Partei ausgeschlossen wird. Der Grund? Festgehalten im Protokoll der Parteigruppe. Überlaufen zum Klassenfeind. Sie hat verschwiegen, dass sie, bis sie die DDR verlassen hat, über Ungarn eine durchgängige SED-Mitgliedschaft hatte. Es hat also gegen Ines Geipel als angebliche DDR-Dissidentin nie ein Parteiverfahren gegeben, geschweige denn, dass sie selbst nach Beendigung ihrer sportlichen Laufbahn ihr Parteibuch auf den Tisch gelegt hätte und gesagt, ich mache da nicht mehr mit. Diese Frau hat nie gelitten in der DDR, hat sämtliche Privilegien genossen nach dem Sport. Sie konnte eines der begehrtesten Studienplätze der DDR bekommen, nämlich Germanistik. In Jena wurden alle 2 Jahre dort, glaube ich, 7, 8, 9 Leute immatrikuliert. Und da war sie drin gewesen. Wie kann man dann auf die Idee kommen, dass man sagt, ich war eine Dissidentin, ja, ich war eine politisch Verfolgte? Im Fall Geipel gegen Meserski fällt das Kammergericht Berlin im Oktober 2021 nach über 3 Jahren Prozesszeit das Urteil in zweiter Instanz. Die Klage wird insgesamt abgewiesen. Das heißt, diesmal bekommt Henna Meserski in allen 7 Punkten recht. Aus dem Urteil geht ganz klar hervor, dass ich alle meine Kritikpunkte mit Fakten und mit Daten untersetzt habe. Und ich habe auch immer darauf Wert gelegt, dass es nicht nur um meinungsrechtliche Äußerungen geht, sondern um Tatsachenbehauptung. Und Ines Geipel? Sie teilt uns in ihrer Mail zum Rechtsstreit mit, der Prozess ist seit einem Jahr beendet. Insofern sehe ich keinen neuen Aspekt in dem Ganzen. Überdies bin ich seit nunmehr 4 Jahren raus aus dem Feld. Alles, was danach erfolgte, ist nichts anderes als der Versuch, das Ganze in die Länge zu ziehen, um weiter diskreditieren zu können. Und wie geht's weiter mit dem Dopingopferhilfeverein? Geipel, Meserski, Trömer. Alle sind nicht mehr dabei. Aber Meserski und Trömer zum Beispiel, die sehen das Ansehen des Vereins als schwer beschädigt und wünschen sich vor allem eins, eine neue, modernere Ausrichtung. Sie sagen, Sie würden sich wünschen, dass man auch als DOH präventiv arbeitet, um eben das Tolle, was Sport nun mal ist, dass man das eben nicht aus den Augen verliert, aber vielleicht ein paar Gefahren zumindest dafür sensibilisiert, oder? Ich kann nicht mit Lügen, kann ich nicht mich vor Sportler stellen, vor junge Sportler stellen und kann denen irgendwas über das Leben erzählen, weil es geht einfach um Wahrheit, weil dieses gesamte Manipulieren von Geschichten, von Zahlen, von Biografien. Also Ines Geipel hat ja ihre gesamte Biografie, ist ja eigentlich ein Kartenhaus, was man umschnipsen kann. Und das alles zusammen muss einfach mal auf komplett neue Füße gestellt werden, weil sonst werden wir in der Geschichte definitiv niemals die Wahrheit über den DDR-Sport erfahren. Ohne Henna Meserski und seine unerschütterliche Haltung würde es auch diesen Film nicht geben. Doping und Dichtung, wie lang dauert die Wahrheit? Es scheint, als könne die Aufarbeitung des DDR-Sports jetzt erst wirklich beginnen.
Dieses Kapitel zeigt eindrucksvoll, wie schwierig es ist im Spannungsfeld zwischen Schuld, Verantwortung und Gerechtigkeit. Der Grat ist so schmal und die Aufarbeitung, sie muss wirklich stattfinden. Auf und von allen Seiten. Wahrhaftig, klar und transparent.